man das, wenn das Wasser über die Häuser und über die Straßen Überschwemmung oder Hochwasser? Kannst du dir aussuchen? Hier haben wir jetzt wirklich ganz alte Häuser aus Wien. Die gehören zu den ältesten Häusern, die wir in Wien haben. Fußgänger, Achtung, auf das Uhrwerk. Das ist mehr als 100 Jahre her, dass das hier festgesetzt wird. So wie ein Gesetz, wie eine Verordnung. Wenn ihr mal in diese Gasse hineinschaut, jetzt denkt mal, mit was fahren wir heute durch die Gegend? Gut, kommt da ein Auto locker durch? Oder mit ein bisschen Problemen vielleicht? Da sind tatsächlich Pferdekutschen durchgefahren. Ja, ja. Aber hier mussten auch Pferdekutschen durch. Und da musste immer, stellt euch mal vor, jetzt kommt von der anderen Seite auch eine Pferdekutsche. Oha, was jetzt? Haben Pferde einen Retourgang wie das Auto? Nein. Also man musste rechtzeitig, bevor man da hineingefahren ist, jemanden vorschicken, der drüben am anderen Ende gesagt hat, Achtung, da kommt eine Kutsche. Bitte jetzt nicht gleich reinfahren, sonst haben wir ein Problem. Die Pferde ein bisschen wilder gegangen, dann ist die Kutsche plötzlich gegen eine Hausmauer geprallt. Oh nein. Oh-oh. Erstens nicht gut für die Kutsche, vielleicht das Rad gebrochen, dann musste der Kutsche ein neues Rad draufgeben. Und zweitens, für die Hausmauern war es auch nicht gut. Was hat man gemacht? Schlau wie man war, man hat bei den Hausmauern so Steine unten angesetzt. Ja, dass die Kutschen nicht an die Hausmauern fahren. Der liebe Augustin hat die Menschen in den Gasthäusern mit seiner Musik unterhalten. Er hat Musik gespielt für sie. Und er hat zu welcher Zeit gelebt, als gerade was los war? Er war betrunken. Nein, was war los zu der Zeit in Wien? Es gab eine Krankheit. Und die heißt? Wie heißt die Krankheit? Die Pest. Das Lied, das er immer gesungen hat, war folgendes. Ja, dann was machen dort alle Leute? Oh, du lieber Augustin, 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 Augustin. Oh, du lieber Augustin, Ollers ist ihn. Ich kenne das. Wer weiß noch, was dem Augustin dann passiert ist eines Tages? Ja, aber ganz laut, dass man es hört. Er ist eingeschlafen. Wo? Im Gasthaus? Nein. Hat? In ein Haus? Er hat sich vielleicht an so einen Stein da gelehnt und hat seinen, was hat er da, warum war er denn so müde? Weil er betrunken war. Weil er angesoffen war, innerlich. Ja. Also er hat zu viel Wein getrunken und konnte nicht mehr nach Hause gehen. Er hat sich da hingelehnt und hat eingeschlafen. Mit seinem Dudelsack. Ja. Ja, ist ein ganz altes Instrument. Die Pestknechte sind gekommen. Und was haben sie gesagt? Die arme Augustin. Da ist doch niemand. Ja, die haben gesagt, jetzt hat es den lieben Augustin auch erwischt, um Gottes Willen. Wer singt uns jetzt Lieder vor? Und was haben sie gemacht? Einfach zu zweit natürlich einer auf einen hinten Schwung auf den Pest. Karren. Ja. Und wohin damit mit dem armen Augustin? In die Pestgrube. Ja. Hat man vor der Stadt große Löcher in den Boden gemacht, um die vielen Toten loszuwerden, weil die konnte man nicht auf der Straße liegen lassen. Jetzt sitzt der Augustin in der Pestgrube und wacht auf. Ah! Ein Toter! Noch ein Toter! Was mache ich hier? Ich bin ja nicht tot! Ist ihm dann was Gutes eingefallen? Ja. Er hat mit seinem Mund gesagt, er glaubt
Er hat, super, er hat laut Musik gemacht und Gott sei Dank hat es auch jemand gehört und man hat ihn rausgeholt und er durfte seine Lieder weiterspielen. Er ist übrigens nicht an der Pest gestorben. Der Sage nach war in einem Brunnen in diesem Haus so ein Basilisk unten drinnen. Ein fürchterliches Monster. Und die Magd ist nicht in den Brunnen gefallen, sondern in Ohnmacht. Die wollte also Wasser holen aus dem Brunnen. Und dann war dieser Basilisk unten drinnen und hat sie mit feurigen Ohren geschaut. Dann ist sie in Ohnmacht gefallen. Und dann hat sie kein Wasser reingebracht. Und dann hat sie gesagt, warum hat sie kein Wasser geholt? Ach, da war dieses fürchterliche Tier. Und dann hat man einen mutigen Burschen runtergeseilt, ein Seil, das gesehen ist auch fast in Ohnmacht gefallen. Hochgeholt. Dann hat man einen schlauen Menschen geholt. Einen Studierenden, der das gelernt hat. Und der hat gesagt, ja, also einen Basilisken muss man sein Spiegelbild vorhalten. Weil wenn er das sieht, dann erschrickt er so, dass er zerplatzt. Man hat also diesen mutigen Burschen tatsächlich um den Brunnen runtergelassen mit einem Spiegel. Und der Basilisk ist dann tatsächlich laut sage. Ob das wirklich passiert ist, wissen wir nicht. Da links hinten im Eck steht ein Haus. Schaut euch das Haus mal an und hört gut zu. Dieses Haus war früher ein sogenanntes bürgerliches Zeughaus. Das heißt heute noch immer so. Was steckt denn da für ein Wort drinnen? Bürger, was sind denn Bürger? Bürger. Ja, super. Das sind wie Bürger. Bürger. Bürger sind so normale Menschen. Sind die Leute, die in Wien gewohnt haben und heute noch immer wohnen. Wir sind Bürger von Wien. So. Und dann steckt das Wort Zeughaus. Jetzt zerlegen wir das. Zeug und Haus. Kennen wir eines von den zwei? Ja. Haus. Was ist Zeug? Sind Sachen. Ja, richtig, sind Sachen. Und was für Sachen das waren, das ist jetzt ein bisschen nicht so einfach zu sagen. Nein, hier wurden die Waffen geladen. Weil früher mussten die Wiener Bürger, wenn Feinde kamen, mussten sie selber die Stadt verteidigen. Wer ist jetzt da drin? Die Bürger! Bürgermeister. Wer ist jetzt da drinnen? Menschen! Bürgermeister? Wer sitzt im Rathaus? Richtig, da ist die Feuerwehr. Die Feuerwehrzentrale von Wien ist da drinnen. Welches Volk war vor 2000 Jahren in Wien? Die Römer. Es ist ein Baum. Es ist tatsächlich ein Baum. Und dazu gibt es eine Sage, das heißt eine Geschichte, die vielleicht so
gewesen sein könnte, aber wahrscheinlich nicht ganz. Aber die Leute aus der Geschichte, die gab es, die meisten zumindest. Dieser Baum sollte mit diesem Ring geschützt werden, dass nicht alle hinkommen. Und man wollte, dass man natürlich den Ring aufmachen kann, und deswegen hat man ein Schloss bei dem Ring hingehängt. In Wien gab es damals einen Schlosserlehrbuben, der Schlosser werden wollte. Und das Ganze bei einem Schlossermeister, das war ein gewisser Martin Mucks. Das war sein Name. Martin Mucks war eigentlich ein fleißiger Bursche, aber andererseits hat er auch manchmal auf seine Sachen vergessen. Und früher musste man für den Schlosser vor der Stadt musste man Material holen, und zwar Lehm. Lehm ist eine Art von Erde und die musste man holen mit einer Scheibkarre. Haben wir schon kennengelernt. Und der Meister, der Schlossermeister war in der Stadt und die Lehmgruben waren außerhalb der Stadt. Man musste durch das Stadttor durchgehen, was in der Stadtmauer war, weil Wien hatte ja eine Stadtmauer rundherum. Und der Martin Mucks musste als Lehrbub natürlich den Lehm holen fahren mit der Scheibtrankkarre. Und eines Tages war er wieder unterwegs und hat draußen ein paar Freunde getroffen, die auch Lehrbuben waren, und sie haben draußen gespielt und geplaudert. Die Scheibkarre war schon voll, zum Glück. Und dann ist er draufgekommen, hoppala, ich muss ja zurück. Dann ist er ganz schnell mit der Scheibkarre gelaufen. Und da gab es noch ein Problem. Nämlich, die Stadttore wurden am Abend zugesperrt. Und man konnte nicht mehr rein. Zum Glück gab es bei den Stadttoren Wachposten. Und die haben dann den Leuten, die halt noch rein wollten, aufgesperrt. Und da gab es aber wieder ein Problem. Diese Wachposten haben Geld dafür verlangt. Den sogenannten Sperrkreuzer. Kreuzer war früher ein Geldstück, so wie heute sehen. Jetzt kommt der gute Martin zu dem Tor und steht vor dem verschlossenen Tor, daneben der Torposten. Da gab es wieder ein Problem. Der gute Martin hatte kein Geld. Wie kommt der arme Kerl jetzt nach Hause? Ist er fast verzweifelt draußen gestanden. Da kam plötzlich ein kleines Männchen mit einem grünen Mantel und einer Pfauenfeder am Hut. Ihr habt den Verdacht, oder? Ja. Okay. Also, und er kam zu Martin und sagte, hey, junger Mann, hast du ein Problem? Martin, ja, ich habe kein Geld, ich muss aber da rein, sonst ist der Meister böse und ich fliege vielleicht raus und darf nicht mehr Schlosser werden. Ach, geh, das ist doch kein Problem, ich kann dir das Geld ja geben. Warte kurz. Und der Martin hat sich schon gedacht, ganz, ganz geheuer ist mir die Sache nicht. Was willst du denn dafür? Ach, nichts Besonderes. Du musst nur jeden Sonntag in die Kirche gehen. Diese kleinen spitzen Türmchen außen. Oben ist da oben. Oder nein, eins runter. Schau mal, da gibt es Fenster. Das sind die Fenster der Türmerstube. Ja? Ja, man kann nicht, das sind ja 256 Stufen. Okay.